Guten Morgen, es ist Punkt 10 am Dienstag, dem 18. Oktober 2016. Hier meldet sich Berlin, wie jeden Börsentag, Forex und CFDs täglich um Punkt 10 Uhr, der Trade des Tages, Screen der Märkte zusammen und Ihre Fragen live im Webinar, 5 Werktage die Woche, 5 Daytrader. Heute am Dienstag wird immer der Costa für Sie da sein. Ich grüße Sie, Jens Schanowski mein Name, ich darf Ihnen aus Berlin vom Potsdamer Platz die ersten 1-2 Minuten der Proforma-Dinge erzählen, bevor dann gleich Costa übernehmen wird. Proforma-Titel ist genannt und natürlich auch zu Beginn immer Risikohinweis. Es geht bei Admin Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, Ihre Strategie nicht aufgeht, die Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet, bevor Sie mit echtem Geld loslegen. Starten Sie am besten mit einem Demokonto. Machen Sie sich im Demo-Modus mit dem Hebeleffekt, der Handelssoftware und dem Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich noch einiger Zeit sicher fühlen, dann gerne mit echtem Geld weiter traden. Execution only, bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Das gibt es bei uns nie. Wir richten uns immer an den selbstentscheidenden Anleger. Wir wagen Marktausblicke, wir können aber Ihre persönliche Lage dabei nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Wenn Sie möchten, den kompletten Warnhinweis können Sie auf unserer Webseite nachlesen. Hier unten rechts als blauer Link auch einmal hinterlegt. Insbesondere bei Punkt 10 also nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen, darum geht es nicht. Es geht darum, zusammen einen Blick über die Schulter eines langjährigen Traders zu werfen. Wie bekommt er Trading-Ideen? Wie screent er die Märkte? Wie managt er den Trade? Nicht mehr, nicht weniger. Ja, 5 Tage, 5 Trader, eben schon erwähnt. Heute ist der Costa dran. Ansonsten jeder hat einen anderen Stil. Das ist nicht besser oder schlechter, einfach nur anders. Wenn es Ihre Zeit erlaubt, wir stehen jeden Börsentag um 10 Uhr parat. Schauen Sie auch mal den anderen über die Schulter. 10 Uhr, kurz, knackig, prägnant, 15 bis 20 Minuten. Das ist Hier Tradet Deutschland. Reden ist Gold. Wir haben nämlich etwas zu sagen. Über 10 Live-Webinare in der Woche, die Sie bei uns genießen können. Wenn Sie die anderen noch nicht kennen, schauen Sie mal auf der Webseite vorbei. Hier über den Link finden Sie alle Webinare, die wir haben. Kostenlos, in deutscher Sprache, immer interaktiv. Sie können Fragen stellen. Ton zum Sprechen haben immer nur die Moderatoren. Wir haben immer 200, 300 Teilnehmer. Da würde es Hintergrundgeräusche geben, das wäre zu störend. Also zum Sprechen nur die Moderatoren. Sie können nur Ton hören. Und wenn Sie sich interaktiv beteiligen möchten, bitte tippen mit Tastatur, live im Webinar, Ihr Wunschmarkt, Ihre Frage an den Daytrader. Und wenn es vor allem ein Thema ist, lesen wir Ihr Anliegen laut vor und kriegen live im Webinar Ihre Antwort. Ja, ansonsten spricht auch natürlich vieles für Admin Markets, zum Beispiel die Konditionen, Mini-Lots für CFDs, verlässlicher Spread ohne Kommission, ohne V-Codes, abgesichert mit der Negative Balance Protection Policy, DAX 30, 0,8 Punkte von 8 bis 22 Uhr. Wir haben verglichen, wir haben kein besseres Angebot gefunden deutschlandweit. Es müsste somit das beste Angebot für DAX-Trader sein in Deutschland. Überzeugen Sie sich selbst, das ist die Überschrift. Alle Details dazu auf admiralmarkets.de. Und wenn Sie eins zu eins etwas besprechen möchten, per Telefon, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr ist der Kundenservice in Berlin erreichbar, unter eingeblendeter Nummer oder per E-Mail und YouTube und Facebook auch immer nochmal erwähnt, fast alle Webinare als Aufzeichnung wenig später im YouTube-Kanal zu finden. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben und damit darf ich übergeben an Costa. Schönen guten Morgen, Costa. Du hast das Wort, du hast den Bildschirm, dein Blick auf die Märkte. Leg los. Ja, guten Morgen, liebe Tradergemeinschaft. Guten Morgen, Jens. Wir schauen, so, es müsste geklappt haben. Schauen wir heute mal andersrum, einen groben Überblick, was wir eben verfolgen oder was die meisten immer auf dem Radar haben. Und zwar fangen wir beim Dow Jones an, um uns ein Bild zu machen, wie es dann auch beim DAX eventuell weitergehen könnte. Beim Dow Jones, wir haben weiterhin in dieser Seitwärtsphase mehr oder weniger, wo wir drinnen stecken seit Wochen aktuell. Wir haben unten auf der Unterstützung, wie man sieht, ist angelaufen, die 17,937. Konnte gehalten werden und davor steht eine fertige Bewegung mit einer F5 und somit haben wir hier übergeordnet immer noch aus dem Long-Bereich 10.810 Long-Signal, solange wir über 17.503 laufen, das zweite Long-Signal, korrektive gut gelaufen, aktuell bei 17.937, nun von der Oberseite haben wir ein Short-Signal, solange wir unter 18.379 oder beziehungsweise 18.93 besser von der Oberseite ein Short-Signal, somit 2 zu 1
Signale auf Long aktuell. Wie weit wir jetzt aktuell laufen können beim Dow, wir sind kurz vor dem Widerstand 18.195. Hier wird sich der nächste Weg weisen, ob wir dann quasi das Long-Signal aktivieren bei 93 um Richtung 18.584 unterwegs sein zu können. Somit eben aktuell neutral zu beurteilen zwischen 18.206 und 17.937. Beim S&P 500 sieht es fast gleich aus. Wir haben hier auch eine fertige F5, sind jetzt in dieser Pullback-Phase. Sind wir jetzt in dieser Pullback-Phase auf 2111 aufgetroffen, auf die Unterstützung. Und solange wir auch dieses halten können, wird der S&P 500 versuchen, den Widerstand 2142 rauszunehmen und an das Long-Signal 2160 zu gelangen. Mit also hier einem kurzfristigen Bereich auch im Moment eher neutral 2160 bis 2111. Mittelfristig auch hier Long-Signale aktiv, 1181 lange drüber bleibt, ist Long angesagt. Long-Signal Nummer 2, 2060. Also wie man gut erkennen kann, alles was weitgehend über 2060 bleibt, auch hier eher seitwärts aufwärts gerichtet. Zu unseren Lieblingen, ja, zum Beispiel zu Euro, US-Dollar. Hier ist es eine interessante Konstellation aktuell, und zwar für diejenigen, die Longs, die Long-Variante bevorzugen, weil sie der Meinung sind, es könnte weiter nach oben laufen, die Tiefs könnten wir gesehen haben und etc. Denn hier haben wir eine Z1 zu vermelden in dieser Bewegung, also ein schönes Bewegungstief aktuell. Und hier kann man sagen, allein vom CRV, jetzt ist er natürlich schon sehr weit gelaufen, auf der Unterstützung zum Beispiel 10939, solange wir uns hier drüber weiterhin behaupten können, wird erst einmal A neutral bis 1.1045. Sollten wir über 1.1045 kommen, wäre das Ziel 1.1103. Solange wir in dieser Bewegung bleiben, heißt es auch hier, Bodenbildung möglich, aber genau umschauen, solange wir unter der 1.1103 bleiben, kann jederzeit wieder dieses dieses Tief anvisiert werden, aber es für eine Bodenbildung allein vom CRV her wäre es natürlich gut geeignet, für einen kurzfristigen Long auf jeden Fall, und sollte es über 1.10 bzw. 1.1103 gehen können, wäre das Anlaufziel die 1.1181. Nichtsdestotrotz, wir sind in einem intakten Abwärtstrend, das heißt kurzfristige Möglichkeiten für kurze Longs in dem Bereich bis 150 Pips womöglich, wenn es nicht großartig unter 1.0940 geht. Vom Abwärtstrend selber eigentlich sind es eigentlich auch nur Pullback-Phasen, und hier kann man sagen, solange wir weitgehend unterhalb von 1.1337 bleiben, heißt es aufgepasst, Ziel, wie man hier sieht, aus dem Monatsbereich wäre 1.0649. Somit antizyklisch werden die kurzfristigen Longs zu bewerten, ansonsten weiterhin der Trend abwärts. Beim Gold, beziehungsweise mein Lieblingskind, wir haben auch hier eine fertige Bewegung, F3, konnten uns über die 12.33 die Bewegung beenden. Wer ist im Moment ein gutes Anzeichen? Auch hier sind wir noch im Long-Bereich zu finden. Auf mittelfristiger Basis, solange wir über 1.195 weiterhin verweilen können. Mehr oder weniger auch hier seitwärts neutral. Wir sind gefangen unterhalb von der 1370, wie schon oft besprochen. Da muss er drüber, ansonsten läuft er die Gefahr, dass die Bären die 1194 attackieren wollen, beziehungsweise 1161. Und solange wir da drüber bleiben, ist noch diese Variante, dass hier eine breite Bodenbildung Phase stattfinden kann, um quasi über die 1370 zu laufen, wäre genehm. Gefährlich wird es oder Vorsicht geboten wäre unter 1162, dann wäre der Bär dazu geneigt, seinen Short-Signal zu aktivieren bei 1080. Auch hier kurzfristig Bodenbildung möglich, 1233 wieder, kurze Bereiche, wenn er über den Widerstand 1200
70 kommt Zielbereich Nummer 1, 87 und Zielbereich 2, 13,40. Ersten Break über 13,25 eröffnet uns das Potenzial Richtung 13,55 und die Möglichkeit, die 13,70 auszuhebeln. Also auch hier kurzfristige Longs werden in Ordnung, aber auch hier der Trend noch leicht abwärts gerichtet. Zum Trend, der wird auch immer oft nachgefragt, auch mein ein großer Spielball in dem Sinne, halt, das war wieder nicht Brent. So, da sehen wir. Brent läuft in die richtige Richtung, also in meine zum Beispiel, dass wir Richtung 60 unterwegs sein sollten. Die Unterstützungen haben das letzte Mal gehalten, die 39,63 hat sich jetzt über 44,44 etabliert, hat den Widerstand 49,02 rausgenommen und wäre jetzt auf dem Weg, Fraktal 5 zu eröffnen oder beziehungsweise rauszunehmen. Hier war er schon mal kurz dran, im Moment haben wir ein Doppeldock. Sollten wir uns aber drüber schieben, plus ein SSK, also Stundenschlusskurs, wäre es eigentlich gut, da wir in eine Z1 tauchen. Somit könnte das Ziel dann 62,13 attackiert werden. Weiter sehe ich es im Moment nicht. Hier sehe ich dann definitiv erstmal spätestens wieder eine kleine Korrektive und die Korrektive wird uns den Weg weisen ab der 62,27 in die, ob es eine reine Pullback-Bewegung gibt, des Ausbruches auf Fraktal 5, also Richtung 52 und danach die 71 anzusteuern. Das wäre die Möglichkeit beim Trend, um ja weiterhin positiv zu bleiben. Aber ich wäre hier weiterhin 62,27, das favorisierte Ziel, erst einmal in Augenschein nehmen und hier womöglich meinen ersten Short dann starten können. Und nun kommen wir zu unserem ja, eigentlichen Liebling, wie immer, das ist unser DAX. Genau, und da würde ich auch mal eine Frage von den Teilnehmern mitgeben, wie eben bei der Einführung schon gesagt. Sie dürfen gerne Ihre Fragen, Ihre Wunschmärkte, Ihre Kritik, alles live im Webinar mitteilen. Sie tippen bitte Ihr Anliegen und wenn es für alle ein Thema ist, lesen wir es laut vor. Zum DAX hat es auch ein Teilnehmer gemacht. Hallo Costa. Gestern gab es beim DAX Tageschart einen Bearish N Ahami als Tageskerze. Hat diese Kerzenformation keine Auswirkung für den heutigen Tag? Was sagst du dazu? Das ist die eine Frage eines Teilnehmers. Jawohl. Den gestrigen, wo sind wir hier? So. Diese bärische Harame von gestern wurde mehr oder weniger aus der Bewegung, rein aus der Bewegung heraus, ziemlich gut kompensiert. Daher auch im Intraday-Update gestern nicht großartig die 10.441, das wäre auch sein Ziel gewesen vom bärischen Rahmen in etwa. Und deswegen muss man jetzt sagen, manchmal ist es halt so, man die Ziele 10.441 zum Beispiel werden nicht angesteuert, da darüber noch die Unterstützung bei 10.468 lag. Sieht man eigentlich ganz gut aus dieser Bewegung, wenn man hier anschaut. Hier hat man eine fertige Bewegung zu vermelden, halt in der Aufwärtsbewegung. Und hier haben wir den Ausbruch dieser Bewegung, das heißt, hier haben wir die Ausbruchskerze und die Folgekerze. Und somit haben wir hier eine gute Unterstützung, den 25%-Bereich der ersten, also der vom Fraktal 1. Also hier hätte es hinlaufen können mit bärischer Rahmen, aber mehr, das sage ich jetzt, wäre in meinen Augen nicht drin gewesen, allein faktisch aus der Bewegung heraus. Denn wir haben hier 1, 2, 3 Tiefs erlebt und deswegen auch eine Z1. Also die Möglichkeit, noch ein bisschen nach unten zu laufen, wäre gegeben, aber im kurzfristigen bis 68 sah es dann bullisch aus. Also auch hier das CRV relativ gut für einen Long-Einstieg. Das haben wir auch dann fokussiert bei uns, den Long-Einstieg. Und es hat im Moment, so im Nachhinein kann man es natürlich erst sagen, ganz gut geklappt. Und ich hoffe, jetzt habe ich die Frage beantworten können. Also für mich ist der bärische Rahmen durch und der wird natürlich, der bleibt immer noch quasi im Augenschein, solange wir auch dieses Hoch dann nicht rausnehmen bei 10.616. Kann es sein, dass er hier noch einmal in diesen Bereich reinläuft bis 10.503. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen
Sache des Intradays vom Update her. Wir haben direkt natürlich mit dem Gap, wie man sehr gut erkennen kann, sind wir gestartet und sind in der Bewegung 1 Richtung, wenn man das Intraday Update jetzt mal anschaut, aus dem gestrigen Schlusskurs 10506 Richtung 10562 oder 69 hochgelaufen. Darüber hinaus lauert dann die 89, die 589 bis 594. Hier vermute ich stark, dass wir quasi entweder eine flache Korrektive kriegen, also quasi über eine flache oder einen fallenden Keil bis Ausbruchsniveau wieder 10562. Somit haben wir Bewegung 1 im Moment aktuell absolviert. Kann natürlich auch weitergetragen werden, wenn die Korrektiven flach sind, aber wir sind im Plan. Und somit kommen wir jetzt in diesen kurzfristigen Bereichen hier hinein. Hier kann man sagen, rein jetzt aus dem Intraday-Setup, wir haben, wie man sieht, heute früh aus der Bewegung heraus die Korrektive bei 5,40 gelandet, aus dem Hoch, Eröffnungshoch, aus dem Gap. Sieht natürlich, wie man sieht, das Gap ist jetzt schön offen. Sieht aber im Endeffekt, wenn es so bleibt, recht bullisch aus. Das heißt, wir haben hier schon wieder eine F3, also schöne Korrektive, fertig gesehen. Und somit kann, ist meiner Meinung nach, solange wir jetzt da großartig über 531 bleiben, bestens 544. Und aus der letzten flachen Korrektiven weitgehend über 570, würde ich sagen, sollte der Markt weiter das Potenzial nach oben haben, Richtung Longsignal, internes Richtung 606 und über 612 könnte sich dann die Bewegung ohne Probleme weiterentwickeln. Wie weit wäre die Möglichkeit? Die nächste Anlaufziel wäre die 650. Geht mir jetzt nochmal aus dem Technischen raus und gehen wir mal auf die Signale über, also aus den reinen Bewegungssignalen, die wir natürlich dann als Signaldienst hier auch haben. Wie man sieht, wir haben ein Long-Signal generiert bei 557 und DB1 dieser Bewegung war die 577, DB2 sind wir aktuell dran, ist auch gerissen worden, die 595. Hier oben haben wir ein Fraktal 3. Auch eine fertige Bewegung, hier haben wir die Korrektive gestartet, auch hier ein Fraktal 3 und somit wird diese Zwischenbewegung im Moment auch fertig. Und jetzt da heißt es, bleibt er über diese fertige Bewegung, wäre es natürlich äußerst positiv und wir würden dann DB3 ansteuern. Das heißt, wir würden A, das Long-Signal aktivieren, B, die 623 womöglich als nächstes Ziel auf dem Radar haben. Dieses kann man so lange aufrechterhalten, wie es, wie gesagt, am besten die SLs für diesen Long-Signal waren bei 530 und das zweite SL war bei 509. Somit auch hier aus diesem fertigen, diese fertige Bewegung, ups, das wollte ich jetzt nicht so, diese fertige Bewegung kann am besten gehalten werden, geht es direkt weiter hoch. Fallen wir aber unter die F3, haben wir zwei weitere Tiefs zu erwarten. Die könnten dann sein, dass wir, na was habe ich denn jetzt laufen zu mit diesem Ding da? Das will ich doch gar nicht. Also unter der F3 können wir dann wiederum bis in den Bereich 545 fallen und ab hier die nächste Bewegung ist mit einer F5, also fertiges Fraktal ist wieder dieser Bewegung, können wir wieder nach oben. Schauen wir mal, ist der Costa nervös oder was? So, ab hier dann wieder nach oben laufen und dann aktuell ein mögliches Tageshoch wäre dann Level oder beziehungsweise DB3 bei 667 zu vermuten. Das wäre jetzt nochmal ein Anlaufziel aus, oder für den heutigen Tag. Weiterhin dann positiv geht es dann drüber mit dem Stundenschlusskurs oder beziehungsweise mit dem Tagesschlusskurs über 667 würde ich dann vermuten wollen, dass wir ein mögliches Wochenhoch aktuell bei 10.737 aktuell erleben können und ausgereizt wäre ein mögliches Anlaufziel 855.
Wenn diese Bewegung intakt bleibt, und das bedeutet, solange wir hier im grauen Quadrat nicht mehr nach unten laufen sollten, also alles, was über 10,531 ist, würde ich versuchen, in den korrektiven Long reinzukommen, mit Ziel 667, 737 müsste es in etwa sein, 739 und das Endziel 10.847. Das wären so jetzt im Moment die favorisierten Szenarien. Das Ganze muss ich kippen, wenn ein Stundenschlusskurs unter 10.531 kommt, dann heißt es Obacht, dann werden wieder versuchen, die Bären Richtung Short-Signal zu kommen und dann wäre das Anlaufziel 10.499 wiederum. Also das wären jetzt im Moment die Möglichkeiten, entweder Short oder Long zu gehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, übergebe ich das Wort dem Jens. Wie eben zum Anfang gesagt, 5 Tage, 5 Trader, jeder hat seinen eigenen Stil. Es gab auch einige Fragen zu dem System mit den Fraktalen. Das ist ein bisschen zu komplex, das ist jetzt in wenigen Sätzen zu beantworten. Das ist einer der Trading-Ansätze oder Trading-Strategien von Costa. Wer mehr erfahren möchte, auf daytradinglive.de, das ist ja unser Partner in Deutschland unter anderem, können Sie ein bisschen mehr über Costa erfahren oder einfach regelmäßig dienstags dabei sein. Dienstags bekommen Sie immer den Trading Stil und die Strategie von Costa mit. Zum Schluss, ich sage schon mal Tschüss, bye bye, kurz, knackig, prägnant, 20 Minuten sind um, aber eine Minute hast du vielleicht noch, du darfst dich verabschieden und vielleicht nochmal die letzte Frage beantworten. Woher kommen diese großen Übernacht-Gaps im Dow und DAX ohne irgendwelche News und trotz Dow-Schluss fast am Tagestief, ist noch eine Frage eines Teilnehmers. Damit und mit dem Schlusswort übergebe ich an dich. Und wer von den Webinaren von Appelmarkets nicht genug bekommt und ein bisschen mehr Zeit möchte, 15 Uhr, eine ganze Stunde lang mit Jochen Schmidt heute, seien Sie dabei auf appelmarkets.de, können Sie sich anmelden, wenn Sie dieses Webinar noch nicht kennen. Dienstags 15 Uhr, Forex und CFDs, Live Day Trading und Markttechnik mit Jochen. In diesem Sinne, tschüss, bye bye und in letzter Minute mit der Frage, ich lese sie nochmal vor, an Costa, woher kommen diese großen Übernacht-Gaps im Dow und DAX ohne irgendwelche News und trotz Dow-Schluss fast am Tagestief? Ja, das ist natürlich so eine Sache, wie die Gaps über Nacht kommen. Ich sage es immer so, in der Regel wird dann irgendwann kommt ein Zeitpunkt der Abrechnung, wenn dann übergeordnet oder viele Orders noch liegen, wo abgerechnet werden müssen. Dadurch könnte es sein, dass diese Dow-Gaps oder beziehungsweise DAX-Gaps natürlich entstehen können, genauso up oder down. So würde ich das immer in meinen Augen sehen. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wieso sich irgendwas stark abends bewegt. Ich denke, das könnten dann die Abrechnungen liegen. Ich möchte mich da nicht 100% jetzt da hier reinsteigern. Das ist nur mein Gedanke, mein erster, wie sowas eben entstehen kann, also rein abrechnungstechnisch. Und bevor wir weiter abschalten und alle uns einen schönen Tag noch wünschen, kurz GBB, USD, hat jemand eine Frage gehabt, ganz kurz. Solange wir hier in diesen Bereichen runterlaufen, 1,1585, kann man sich nach umschauen, nach einem kurzfristigen Long, bis in den Bereich 1,3709 womöglich als Zwischenbewegung, geht es unter 1,1582, Ziele 1,1157 und 1,0546 als laufendes Endziel, solange wir unter dieser Bewegung der Fraktal 3 bleiben. Also kurz vor dem kurzfristigen Long-Möglichkeiten eng halten. Ansonsten sehen wir weitere tiefere Kurse. In diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche wieder in aller Frische. Gruß nach Berlin zum Jens. In diesem Sinne, danke und bye bye.